denkt man nicht, ob man heute losfährt. Wetter sieht blöd aus draußen. Wie gesagt, zu Hause hat es noch geschneeregnet. Und am Ende denkt man, na gut, dass man losgefahren ist, um einfach die Stimmung hier oben zu genießen. Alles richtig gemacht. Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Neue Wege erleben. Und ich habe mir spontan gedacht, ich fahre heute mal hoch in meinen Hauswald oder Hausberg, denn es müsste oben Schnee liegen. Ich sehe von hier unten kein bisschen, dazu Schneeregen. Ich bin mal gespannt, werde es einfach mal ausprobieren. Gleichzeitig noch die Chance, das erste Mal meine neue GoPro zu testen. Also viel Spaß bei dem Video. Da oben geht's hin. Da sollte Schnee liegen, man sieht nur gerade absolut gar nichts und hier unten ist auch eher so eine Art Schneeregen. Wahnsinn, Schnee. 2 Zentimeter nebeneinander. Oben wird es langsam der Boden ein bisschen besser. Man muss nicht mehr doppelt so viel kurbeln, weil jede zweite Kurbelumdrehung endet im Durchdrehen des Hinterrads. Aber wirklich doll ist das immer noch nicht. So, ich bin jetzt 200 Höhenmeter höher und hier liegt jetzt doch schon deutlich mehr Schnee, als ich gedacht hätte. Also unten noch Schneeregen und gar nichts. Und hier oben sind es jetzt durchaus schon ein paar Zentimeter. Und ich bin auch nicht der Einzige, der bisher hier war. Jetzt kommen wir hier eigentlich gleich zu einem schönen Trail-Einstieg. Den gebe ich mir dem Wetter aber heute nicht. Das ist mir ein bisschen zu rutschig. Hier sehe ich auch keine andere Mountainbike-Spuren mehr. Also ich glaube, den Trail hat so noch keiner gegönnt bei dem Schnee. Liberté, Freiheit. Das könnte mal wieder passen für heute. Sich einfach aufs Bike setzen, losfahren. Egal bei welchem Wetter, Winter, Schneeregen, Schnee. Bin jetzt auch der Einzige hier oben auf dem Aussichtspunkt. Ich guck mal, wie viel ich von oben sehe. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Gucken wir mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich habe mir das ja von unten, konnte man das ja schon gut sehen, dass der Großteil hier oben einfach in den Wolken liegt heute. Beziehungsweise im Nebel. Aber trotzdem mit dem ganzen Schnee auf den Bäumen sieht das trotzdem toll aus. Schöne Stimmung. Absolute Stille. Hat sich definitiv gelohnt, hier hochzufahren. Da unten geht eigentlich einer meiner Lieblingstrails lang. Aber bei den Verhältnissen wird das nichts. Ich sehe hier auch keine anderen Spuren, der sich hier gewagt hätte, da runterzufahren. Ziemlich viele Steine unterm Schnee. Super glatt. Also das wäre mir heute doch eher Selbstmord. Das lassen wir mal besser. Ich gucke mal, wie ich jetzt weiter runterfahre. Ob ich noch ein Stück weiterfahre oder mir einen anderen Trail suche. Schauen wir mal. Nebel, Nebel, Nebel. Das Gute am Schnee, die Reifen werden schön sauber. Aber bis ich nachher hier unten bin, sieht das Bike eh aus wie Sau. Bin erstaunt, wie warme Füße ich noch habe in meinen 510. Also, da reichen die dicken Socken doch eigentlich, dass man auch schön im Winter Mountainbiken gehen kann. Solange sie nicht zu nass werden, geht das auch. Also diese Stille hier ist einfach total genial. Richtige Winterstimmung.
Und ich muss jetzt hier gerade auch gar nicht unbedingt langbolzen mit dem Bike. Ich kurve hier eigentlich nur so bekannte Wege entlang und genieße die Winterlandschaft und die Stille. Also wirklich toll heute. Ja, und wie oft denkt man nicht, ob man heute losfährt? Wetter sieht blöd aus draußen, wie gesagt. Zu Hause hat es noch geschneeregnet. Und am Ende denkt man, mal gut, dass man losgefahren ist, um einfach die Stimmung hier oben zu genießen. Alles richtig gemacht. Wir kommen zurück im Matsch. So, ich bin wieder unten. Kein Schnee mehr zu sehen, weit und breit. Ich brauche jetzt eine Dusche. Das Bike braucht auch eine Dusche. Als ich heute Morgen losgefahren bin, hatte ich Zweifel, wollte schon fast wieder umdrehen, weil ich gedacht habe, ach, das wird hier oben auch nur Schneeregen sein. Am Ende hat es sich wieder voll gelohnt. Ich habe Training gehabt, total schöne Stunde oben im Schnee gehabt. Keine neuen Wege entdeckt, aber meine altbekannten Wege, die ich letzten Sommer so viel mit dem Mountainbike gefahren bin, in einer anderen Stimmung erlebt, bei Schnee. Insofern, nehmt euch auch die Zeit, schwingt euch aufs Bike, auch im Winter, habt Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder über ein Abo auf meinem Kanal. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.